Hallo liebe Böselfreunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Part Deponia. Oh yeah, ich bin etwas erkältet, was man vielleicht an meiner Stimme hört. Meine Nase ist übel zugestopft mit Schnodder und allen möglichen widerlichen weiteren Exkrementen. Exkrementen? Ah, naja, gehen wir mal nicht weiter drauf ein. Ja, es könnte also sein, dass ihr mich öfter mal niesen hört oder schnauben oder irgendwie sowas. Bitte entschuldigt dies. Und endlich kann ich weiter dingsen. Ich war schon kurz davor, mich einfach vor den PC zu setzen, also den PC-Monitor. Katze, berühre das Mic-Kabel nicht. Und dort aufzunehmen. Dann hättet ihr aber kein Full HD gehabt. Weil der dämliche Fernseher es einfach nicht wollte, per HDMI erkannt zu werden. Also das Bild schon, aber der Sound nicht. Denn, falls ihr es nicht wisst, ihr könnt per HDMI, wenn eure Grafikkarte sowas hat, ein PC oder den Fernseher anschließen, dann bekommt ihr dann nicht nur das Bild, nein, über das HDMI-Kabel wird dann auch der Sound wiedergegeben. Funktioniert normalerweise immer. Dieses Mal irgendwie nicht. Das stand immer nicht angeschlossen, obwohl ich schon längst Bild auf dem Fernseher hatte, aber kein Sound. Nur wenn ich keinen Sound über den Fernseher bekomme, kann ich mir keine Kopfhörer auf die Ohren legen. Denn meine Schnurlos-Kopfhörer, beziehungsweise Wireless, sind mit dem Fernseher verbunden, nicht mit dem PC. Katze, hör auf, über das Kabel zu springen. So viel mal dazu. Ja, wie gesagt, ich war kurz davor, wirklich auf den Monitor umzuweichen, dann hättet ihr nur 1440 mal 900 gehabt, also fast schon Kinoformat, weil das ist, glaube ich, 16 zu 10 und nicht 16 zu 9. Ja, wäre aber nicht Full HD gewesen. Aber gut, ich habe es dann doch irgendwie hinbekommen, durch einen Neustart des PCs, warum auch nicht. Ja, wie gesagt, so viel dazu. Das müsste, glaube ich, Part 16 sein, glaube ich. Weshalb wir jetzt einfach mal laden, denn wir haben genug gelabert. Ich drücke auf Laden und starte die Stoppuhr. Ab jetzt 30 Minutes. Ey, diese Katze, ne? Die läuft immer gegen das Kabel. Also wenn ihr mal kurz krrrk hört, dann ist das Kabel gegen die Katze gelaufen. Ja, wir waren gerade bei den Rebellen angekommen, falls ich euch jetzt zu schnell rede. Es tut mir leid, ich versuche wieder etwas langsamer zu reden, damit ich auch verständlich bin. So, wie hieß er noch gleich? Garlef, genau. Was muss ich tun, damit du mich reinlässt? Willst du einen gefälschten Ausweis? Soll ich dir Abführmittel ins Essen rühren? Das wäre der Klassiker. Es gäbe da schon eine Sache. Ich wusste es. Ich will eine größere Rolle. Bitte was? Ja, ich habe mir zur Vorbereitung für diesen Job viele Kriegsmusicals angesehen. Und derjenige, der das Tor bewacht, darf nicht mal im Chor mitsingen. Dabei habe ich einen hervorragenden Bariton. Ich könnte der besessene Oberst sein. Greift an, folgt meinem düsteren Blick. Mein Säbel ist gezückt, der Bart juckt wie verrückt. Nee, lass mal. Ah, Schnöder. Ja. Also kommen wir jetzt da nicht rein, ja? Toll, toll. Ich hab gehofft, wir und so. Aber nein. Wo ist eigentlich der gute Bozo? Ich muss da jetzt rein. Gibt es nicht irgendwas anderes, was du haben willst? Mit der richtigen Perücke könnte ich auch die weibliche Hauptrolle spielen. Wo bleibt er nur? Wo weh um hier? Ich wünschte nur, er wäre hier. Selbst wenn er schwer verletzt ist und die Haut am Knochen labbert, er die Schädeldecke abhat und den ganzen Tag nur sabbert. Nee, lass mal. Oh. Ja, da sieht man wieder die Problemas eines Point-and-Click-Adventures. Bei jedem. Die Animationen passen halt einfach nicht dazu. Es ist egal, was ihr spielt am Point-and-Click-Adventure. Er hat immer den gleichen Gesichtsausdruck, fängt an zu singen und er macht immer die gleichen Mundbewegungen, die nicht mehr synchron sind. Ich muss da jetzt ran. Gibt es nicht. Ich könnte der undurchsichtige Schurke sein, der sich letztlich als Freund herausstellt. Er hat sich aus dem Staub gemacht, bei Nacht und Dämmerlicht. Doch mitten in der Schlacht kommt er wie aus dem Nichts. Wer hätte gedacht, was für ein guter Freund er ist? Tanz mit mir den Twist-Ending-Twist. Yeah. Nee, lass mal. Yeah. Kann ich aber besser, du. Yeah. Nee, Rufus, Rufus. Nix da. Die Tür bleibt zu. Ach komm.
FY. Genau. Was ist denn für eine strange Straße, meine Herren? Und auch Kindersicherung haben die auch nicht gedacht. Was haben wir denn überhaupt alles? Hier, Sparschwein. Was soll das sein? Ein Bestechungsversuch? Verzieh dich. Ach komm, fick dich. Lustige Idee. Ein Selbstporträt. Ja, das hatten wir schon mal. Hat er den. Warum macht er das nicht auf? Ein Babyphone noch. Was müssen wir eigentlich bei ihm machen? Wir brauchen ja immer noch die Nukleinsäure. Bitte lass er 6 Zähne drin sein. Mario. Hier, nimm. Ich hab die Moneten. Die 5 Slotty? Nein, ich meinte, ich hab genug, um die Nukleinsäure zu kaufen. Unmöglich. 6 Slotty? Tatsache. Ich dachte nicht, dass es solche Mengen an Geld wirklich gibt. Jetzt muss ich nur noch irgendwie drankommen. Viel Spaß dabei. Hab ich die jetzt? Oh yeah! Wir sind the fucking amazing bitches on this, YouTube-Channel-Gedöns. Oh, er läuft nicht mal von alleine. Also, er kann nicht überspringen. Das heißt, irgendwas ist passiert. Was ist denn hier passiert? Ja, wo ist Bol? Ja, die Höhle hat uns ausgespuckt. Oli ist weggelaufen. Na, wenigstens ist euch nichts passiert. Aber Asti? Bitte wer? Den Namen Asti höre ich zum ersten Mal. Außerdem würde ich mich doch erinnern, wenn da noch ein drittes Balk gewesen wäre. Ich würde sagen, ihr seid vollzählig. Du und na, Dingens hier. nicht weiter wichtig. Viel wichtiger ist ja, wo ist Goal? In den Unheil gelaufen. In den Tunnel da hinten? Ach, dann kann sie ja nicht weit sein. Du bleibst hier bei... Na, hier halt. Nicht Gretchen Leine lassen. Das heißt A-Leine lassen. Mit A. Also wirklich. Ja, das ist strange, ne? Goalie! Mietz, Mietz, Put, Put. Putti, Putti, Put. Goalie, Schrott sei Dank. Warte, nicht bewegen. Ich komme jetzt da runter und rette dich. Wir kommen gleich runter und retten dich gleich. Boah. Und ich muss niesen, glaube ich. Zurückhalten. Ja, Mann. Ich hatte mal, wenn wir hier durchgehen, dann kommt der Darm wo raus. Und ach. Ah, ist ja wieder so ein Müll hier. Wo bin ich jetzt? Ja. Bin ich mal wieder da. 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 Was? Da. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Wo bin ich jetzt? Nochmal da. Harre aus! Ich rette dich! Ist noch eine andere Röhre, die ich nicht sehe? Die. Nee, aber wir kommen hier nicht weg, bevor wir Goal haben. Hä? Ach, das ist doch scheiße, ist das. Oh, ich hasse so ein Dinger. Alle Röhren führen nicht zu hier. Na, wir kommen da, bei der kommen wir da raus. Hier ist sonst nichts. Keine Lust, danke. Wir machen erstmal hier. Und? Hast du dir schon was ausgedacht, wie wir diesen Cowboy Dodo loswerden? Ich bin dabei. Hey, Janosch. Hallo, Rubusch. Ja. Hast du schon einmal? Das heißt, du bist hier, um uns mitzuteilen, dass du genau was für Fortschritte erzielt hast? Gar keine? Ja. Du wirst schon sehen, mein Freund. Du wirst schon sehen. Irgendwann, ja. Da breche ich jedes deiner verdammten Glieder, mein Freund. Was?
Schauen einfach mal, ob hier vielleicht noch was ist. Zum Beispiel hier in der Krankenstation. Natürlich nicht. Wir dürfen nicht vergessen, es geht jetzt bei ihm so weiter. Weil wir können ja keine Items tauschen. Das heißt, mit den Items, die wir haben... Ich habe Doppelklick gemacht, aber er läuft von alleine runter. Warum? Mit den Items, die wir haben, geht es jetzt ja auch weiter. Das wollte ich, glaube ich, sagen. Habe ich das gesagt? Ich weiß es nicht. Schnacken mal den Homo da an. Hallo? Geht nicht? Das Gesicht kommt mir tatsächlich bekannt vor, aus irgendeinem anderen Teil. Können wir nicht abstechen damit? Dieses Duell werde ich sicher nicht durch den unfairen Einsatz nicht zugelassener Waffen gewinnen, sondern in einem fairen Kampf, Mann und Mann gegen Mann. Ja. Da kommt nichts mehr. Die meisten Organons sind ja auch schon an Bord des Hochboots. Na gut, hätte ja sein können, dass man da nochmal was machen muss. Es heißt aber niemand, kleiner Typ. Hier. Er kann sich schon mal einen Strick besorgen, aber nicht auf diese Weise. Steckt dir vielleicht etwas zwischen den Zähnen? Wie kommst du denn darauf, dass mir etwas zwischen den Zähnen stecken könnte? Weiß ich auch nicht. Wie launiger Künstlersinn überkam es mich. Ich habe eine Idee. Ich halte ihn fest. Und du polierst ihm die Fresse. Mit einer Zahnbürste? Ja, klar. Du hast keine Ahnung, was man normalerweise mit so einer Zahnbürste macht, oder? Fick dich! Ich habe eine Idee. Wir könnten uns verkleiden. Und dann stiften wir Verwirrung. Und dann nutzen wir unsere unglaubliche Fähigkeit, das Chaos zu beherrschen, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich glaube, alles, was dieser Plan braucht, ist noch ein bisschen Feinschliff. Ja, das sollte es auch gewesen sein. Hier, nimm den Wurm, Alter. Ha! Ich weiß, was wir als Seil verwenden können. Halte es lieber für dich, solange es keine neue Abstimmung gab. Wir dürfen nicht zulassen, dass dieser Clown da die Aufstiegscodes holt. Ich würde ja eine neue Stimmauszählung beantragen. Leider fehlt mir das entsprechende Formular. Ich habe eine Idee. Willst du mir etwa schon wieder einen Bandwurm anhängen? Viel besser! Du musst nur diese Rohrpostleitung da hinten mit diesem Schraubenzieher hier aufhalten. Und was soll das bitte bringen? Na schau doch mal hin! Er sitzt genau in der Schussbahn. Und sobald eine Rohrpost des Weges kommt... Flumm! Das könnte sogar hinhauen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt eine Rohrpost, bevor mir die Arme abfallen. Dafür werde ich schon sorgen. Oh yeah! Ich bin gleich wieder da. Ja, ich krieg Euklides ins Gesicht. Wer sonst? Also wir ihn schnell aus Bahn tragen. Anstatt das Teil einfach so reinknallt. Nein, 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 nein. Erstmal was beantragen. Soweit so gut. Was wird. Na, dann schauen Sie. Ey, dieses Runterscroll-Menü, ne? Ist das Beste, was hier erfunden wurde in einem Point-and-Click-Adventure. So, ab geht die Post. Boah, krieg ich ja gar nicht wieder. Auch gut. Ich mach da Doppelklicks hin und der geht da nochmal runter. Was soll denn? Rufus, mach mich nicht fertig. So, schauen wir nochmal, ob Cowboy Dodo oder Cletus außer Gefecht gesetzt hat. Was glaubt ihr? Ich sage Cletus. Hey, stopp! Ich wollte doch die Aufstiegscodes holen! Und das wusstest du auch. Also, der andere, du. Die Wahl war einstimmig.
Glückwunsch. Aber wie kommt das denn jetzt plötzlich zustande? Dein Doppelgänger hier hat Cowboy Dodo gerettet. Echt? Was? Gerettet? Eine Rohrpost hat mich am Kopf getroffen und ich wäre beinahe den Turm runtergefallen. Dein Doppelgänger ist ihm sofort reflexartig zur Hilfe gesprungen. Er ist ein wahrer Held. Du hattest vollkommen recht, Rufus. Ich muss mich entschuldigen. Meine Güte. Ich war sogar drauf und dran, dir körperlichen Schaden zuzufügen, um derjenige zu sein, der die Welt rettet. Bitte verzeih mir. Schon okay. Super. Dann ist das ja geklärt. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Seil. Nur was, Alter, du kleiner Homo. Nein. Na, das hast du ja richtig gut eingefädelt. Danke. Es freut mich, dass du so ein guter Verlierer bist. Höre ich recht? Du nennst mich einen Verlierer? Aber nein, aber nicht doch. Der beste Mann für den Job hat gewonnen. So gesehen sind wir alle Gewinner. Nie sind wir alle Gewinner. Nie sind wir alle Gewinner. Das kennen wir vom scheiß Dodo, ne? Ja, ich hab grad scheiß Dodo gesagt. Weil wenn er das macht, dann ist er einfach scheiße. Hörst du, mein Freund? Ja. Nee. Ah, ich das hasse. Na gut. Ich glaube, ich habe eine Art Seil gefunden. Den Bandwurm da? Vergiss es. Mag sein, dass sich dieser abgesattelte Westernheld da mit einem Bandwurm abseilen würde. Aber ich, ein Fachmann, brauche ein richtiges Seil. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen, damit unser Heimatplanet nicht in die Luft gesprengt wird und so? Nein. Ich muss immerhin da runter. Dann kann er doch wenigstens ein vernünftiges Seil besorgen, oder nicht? Freunde, müssen wir wirklich immer noch über diese Ego-Sachen streiten? Wenn ich heute eine Sache gelernt habe... Oh, bitte, keine Ansprache mehr. Ich tue ja alles, was ihr wollt. Yeah. Mal gucken. So, ich muss ihn irgendwie da runterbekommen. Zu dumm, dass diese Winkel da nicht frei beweglich sind. Die drehen sich zwar mit, aber nur solange sie nicht blockiert werden. Ach, egal. Das wird schon. Na gut. Und leider. Und noch so ein Minigame. Glück ist Rufus ein Profi im Bedienen von Seilen. So dürfte es ein leichtes Seil sein, einen als Klitis verkleideten Klon sicher vor Argus Schreibtisch abzusetzen. Dazu muss lediglich der Hebel in der unteren Position gebracht werden. Die einzige Hürde stellen hierbei die beiden angeschraubten Winkel dar, die sich zwar mitdrehen lassen, aber nur solange sie nicht blockiert sind. Ah, schöne Kacke. Das ist ja nur wirklich nicht schwer, ey. Das ist tatsächlich mal richtig leicht. Tada. Richtig machen? Es hat doch funktioniert. Also reg doch nicht so auf. Du klingst ja schon fast wie Klitis. Ich bin Klitis. Hä? Tja, Überraschung. Jeder Mensch mit dem Schulabschluss einer Amöbe abwärts hätte das natürlich sofort gemerkt. Aber nicht du. Du Dementer. Selten dämlicher. Ach, das lohnt sich nicht. Auch wenn die Zeit mit dir eine einzige Heimsuchung war. Ich habe die Aufstiegscodes. Und nun kann ich statt Argus das Hochboot betreten. Au revoir, mon ami. Boah, hat er für einen fiese Charakter. Wenn ich nachgeguckt habe, was das heißt, gibt es richtig Ärger. Verdammte Scheiße. Selber Schuld, Drecksack. Aber bei aller Schadenfreude. Ich denke, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden, Janosch. Janosch? Hey, ihr Penner. Na, ist dir etwa kalt? Sind die denn jetzt alle hin, ey? So. Rebellenbefall in der Organon-Hauptverwaltung. Kann mir das irgendwer erklären?
Das habe ich erwartet. Vor der Zelle antreten, sofort! Ja, und die knien da. Schön in der Kotze. Oh Mann, Alter. Da, ehrlich, habt ihr euch das nicht mal überlegt? 5 Rebellen und dieser Cletus. Wer übernimmt für diese ungeheuerliche Fehlleistung die Verantwortung? Oppenbott? Ich, Herr Amtmann? Aber ich war doch die ganze Zeit bei Ihnen und habe Ihnen beim Einrücken auf das Hochboot geholfen. Widersprechen Sie mir etwa? Dafür werden Sie jetzt zum Kistenschleppen abkommandiert. Weggetreten. Aber... Weggetreten, sage ich! Ja, Herr Amtmann. So, noch jemand? Na los, nun ziert euch doch nicht so. Wer trägt die Verantwortung? Ach, wir wollen auch zusammen. Alles klar. Ich... Übernehme die Verantwortung, Herr Amtmann. Ich sollte unbedingt auch zum Kistenschleppen geschickt werden. Na sowas. Ein Organon mit Courage. Von dem könnt ihr euch alle meine Scheibe abschneiden. Na los, Soldat, treten Sie vor. Und zur Belohnung singen wir jetzt für unseren tapferen, vorbildlichen Kameraden die Organon-Hymne, bevor wir ihn dann feierlich vom Turm werfen. Organon! Was war das? Na was schon? Der Organon greift an. Ach du grüne Grütze. Leibold! Was denn? Der Organon greift an. Echt jetzt? Ja, Mann. Scheiße. Na los, an die Geschütze. Okay. Was ist das? Die Rebellen greifen uns an? Los, Männer, in Gefechtsstellung! Yeah. Genau, das ist die Gelegenheit, stiften zu gehen. Aber erst einmal raus aus diesen Klamotten. Das war wohl die letzte Kiste. Der Warentransporter zum Hochboot kann vorerst ausgeschaltet werden. Und jetzt schaue ich mir etwas Cowboy Dodo an. Wieso hört sich das so strange an? Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Er ist zwar nur ein nutzloser Mülleimer, aber immerhin ein nutzloser Mülleimer im Dienste des Organon. Er würde mich sofort an Argus verpetzen. Oppenbott hat dieses Fass hier vergessen. Das liegt wohl daran, dass das Etikett mit dem Bestimmungsort fehlt. Oppenbott hat die Transporter ausgeschaltet. Wenn es doch nur einen Weg gäbe, ihn zu reaktivieren. Huhu. Hä? Ah.
Rufus, was machst du denn da unten? Na was schon, ich mach die ganze Arbeit. Da lachen ja die Hühner. Ich habe mich durch die halbe OHV gekämpft. Und? Hast du Argus stoppen können? Ist in Arbeit. Und du? Hast du Gold schon wieder groß gekriegt? Kurz davor. Sag Bescheid, wenn du irgendwas brauchst. Von dir? Träum weiter. Andersrum wird wohl eher ein Schuh draus. Glaub das mal. Ja. Gehen wir da doch einfach mal rein. Hä? Doc, wie sieht's denn hier aus? Schwarz. Düster schwarz. Wie die Farbe von... Ach, egal. Sag mal, hast du getrunken? Lass ihn doch. Toni, dann hast du hier das Kommando. Nicht wirklich. Der Doc. Ja, dann. Das bin dann wohl ich. Dad? Ich meine, was? Seagull? Das heißt jetzt General Seagull. Wie siehst du denn aus? Ich wurde angeschossen und bin ins rostrote Meer gestürzt. Dort hatte sich ein Hai an meinem Bein festgebissen. Zum Glück kam ein Wal und fraß den Hai. Allerdings mich auch. Im Walbauch kämpfte ich so lange mit dem Hai, bis der Wal einen giftigen Riesenkraken verschluckte, den er dann zusammen mit mir und dem Hai mitten im Scherbenmeer auswirkte. Das erklärt, wie du riechst, aber nicht, warum du General bist. Dein Vater hat einen Plan, Rufus. Hör ihn dir an. Im Gegensatz zu allem, was du versucht hast, wird dieser hier funktionieren. Ich platze vor Neugierde. Wir werden Elysium vom Himmel pusten. Und schon langweilig. Ich hab nämlich... Moment. Was wollt ihr? Aber das könnt ihr nicht tun. Doch, das können wir. Doc hat diese Kanone hier konstruiert. Und als Munition hat Tonis Einsatztruppe einen Organon-Planetenkiller ergattern können. Ich meine, das dürft ihr nicht tun. Das gehört sich nicht. Sie wissen doch nicht einmal, dass wir existieren. Und du willst es ihnen sagen, bevor sie uns in die Luft sprengen? Das war der Plan, ja. Und was, wenn ich fragen darf, machst du dann hier? Das ist kompliziert. Ich bin im Augenblick nicht nur hier, sondern gleichzeitig auch dabei, Gold zu retten. Während ich ebenfalls das letzte Hochboot so lange aufhalte, bis wir an Bord sind. Es stimmt. Er hat sich geklont. Na prima. Als hätten wir nicht schon genug Probleme. Gemein. Ich bin kein Unmensch, Rufus. Du bekommst deine Chance, uns mit deiner Rettungsaktion zu verblüffen. Aber... Nein, nein. Es ist gut, Tony. Lass ihn ruhig noch einmal versagen. Wenn das letzte Hochboot ohne Goal ablegt, können wir Elysium immer noch sprengen. Was sagst du, Rufus? Vertraust du dir selbst genug, um meinem Vorschlag zuzustimmen? Ha! Worauf du wetten kannst. Ich verstehe jetzt nicht, warum er hier hingewechselt hat. Wir wollen ja hier weitermachen. Seagull erwartet, dass ich irgendwas Dummes mache. Aber den Gefallen werde ich ihm nicht tun. Okay. Doc, komm zu dir. Es tut mir leid, Rufus. Seagull hat recht. Das hier ist unsere letzte Chance. Ich könnte hier ein bisschen Hilfe gebrauchen. Ich weiß nicht, Rufus. Ich finde, Seagull hat einen Punkt. So. Das mal klarzustellen. Ne? Jetzt sind natürlich die Deponianer, glaube ich, heißen die guten Menschen. Was war das? Egal. Keineswegs besser als die da oben bei Elysium. Sogar an sich noch schlimmer, da die Bevölkerung weiß, dass da oben Menschen wohnen und diese trotzdem, also unschuldige Menschen, und diese trotzdem sprengen wollen. Die Elysianer wissen nicht, dass auf Deponia noch Leute wohnen, sondern nur der Organon. Wodurch Unschuldige ohne Wissen einfach getötet werden würden. Versteht, was ich meine, ne? Also wer ist hier der Schlimmere? Genau.
überlegt man drum. Drüber. Meine Stimme verzerrt, glaube ich, gleich. Alter Falter. Tunja hat aber auch ein Hintergeschoss. Meine Fresse. Wozu? Sie wird ja doch nicht auf mich hören. Sie hat mir noch nie was zugetraut. Geile Stimme. Und? Wo ist jetzt die angekündigte Rettung in letzter Sekunde? Immer mit der Ruhe. Los, Zeit. Du zitterst. Mir ist nur kalt. Ja. Können wir mit ihm jetzt nichts mehr machen? Kommen wir nicht mal mehr raus? Ich drück mal kurz Tab. Tatsächlich. Wir können nichts mit ihm machen. Er hat ja auch nur Bildchen. Dann haben wir hier nur ein Babyphone, was ich mir vielleicht aber mal geben könnte. Es ist gerade so spannend. Da möchte ich lieber erreichbar bleiben. Das bleibt auch bei ihm, alles klar. Jetzt rate mal, die wird er eben auch nicht geben. Das erledige ich lieber allein. Gol soll wissen, welcher Rufus sie gerettet hat. Ja, also heißt es, mit ihm müssen wir irgendwas machen. Und er hat nichts in der Hand. Oppenbot hat die damit stehen. Das ist die irgendwo, aber nicht mehr. Ich muss mich Dann müssen wir das mit dem Grün erst schaffen. Aber wie, ey? Das ist ja die Frage. Ich verstehe das nämlich nicht. Wie ist sie da noch runtergekommen? Harre aus! Ich rette dich! Ich verstehe dieses Ding nämlich nicht. Jetzt sind wir hier. Zurückgehen kommen wir auch da wieder raus. Da gibt ja durchaus Sinn. Und sind wir da, wenn wir da reingehen, kommen wir aber auch wieder da raus, ne? Und wenn wir da reingehen, dann kommen wir da wieder raus. Wenn wir hier reingehen, kommen wir da raus. Und wenn wir da reingehen, kommen wir da raus. Was sagt uns das? Dass das nicht geht. Harre aus! Erstmal können vor Lachen. Erstmal muss ich zu ihr finden. Wie ist sie da noch runtergekommen? Oh, ich verstehe. Das verstehe ich jetzt ganz ehrlich, verstehe es nicht. Weil alle Wege, es ist ja nicht so, dass jetzt, wenn ich jetzt hier durchgehe und dadurch ich woanders rauskomme, ich komme immer an der gleichen Stelle raus. Die beiden sind miteinander verbunden. Die beiden sind miteinander verbunden. Und die beiden sind miteinander verbunden. Ich kann da 5000 Mal durchgehen, ich komme immer an der gleichen Stelle raus. Ja, es bringt nichts. Es geht nicht! Huhu, bitte kommen! Nichts, auf dieser Frequenz funkt wohl gerade niemand. Verstehe ich nicht. Ist hier was unten? Natürlich nicht. Hier ist ja nichts mehr. Ich muss niesen. Oh Mann. Ah. Entschuldigung, Leute. Ah, vielleicht hat er was. Nee, er hat ja auch nichts im Inventar, was ich gebrauchen könnte. Ein Stecker? Kann es sein, dass. Nein. Ne? Ja, zieh den raus, ey, komm, irgendwas müssen wir noch machen. Siegal erwartet, dass ich aber die... Ich könnte hier ein bisschen... Ich finde... Nicht einmal er hilft mir noch. Ich bin auf mich allein gestellt. Ich fass es ja nicht. Doc arbeitet für Siegal. Dieser Verräter. Alter. Doc, komm zu dir. Ist das hier... Ach, das ist doch alles Scheiße, ist das. Hier ist nichts. Ich komme auch nicht wieder weg hier. Das ist zum Kotzen. Habe ich alles bis jetzt geschafft, oder was? Nichts vergessen. Och Mann, ey. Ist doch scheiße. Hier in dem Bildermeld. Ah, ja, 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 ja. Ich weiß. Hier. Yeah.
Eilfracht nach Elysium. Porto bezahlt Empfänger. Ist da jemand? Na also, immerhin noch ein bisschen was geschafft. Hallo! Na sowas, da ist ja doch noch ein Fass nach Elysium. Das sollte ich schleunigst wegtransportieren. Auch wenn ich mich frage, wozu der Herr Amtmann auf Elysium ein ganzes Fass voller Blutegel benötigt. Und er ist da voll reingestiegen. Goal! Nein! Was? Na dann, halt aus, Goal! Was machen wir jetzt noch? Ich bin unterwegs! Und dann... So, das muss jetzt aber endgültig das letzte Fass gewesen sein. Der Herr Amtmann wird sich freuen. Am besten erstatte ich ihm sofort Bericht. War das ekelig, aber es hat sich gelohnt. Ich bin zu guter Letzt am Aufstiegszoll angelangt. Und meine alte Blutvergiftung bin ich auch endlich losgeworden. Aber nun, freie Bahn zu den Aufstiegscodes. Oh yeah, aber das erst im nächsten Part. Ach, erstmal ein bisschen Nase schnauben. Oh Mann, herrlich, herrlich. Wir haben mal wieder einiges geschafft, würde ich sagen. Und ja, ist doch nice. Ich glaube tatsächlich, wir sind kurz vorm Ende. Ja, wir müssen jetzt noch die Aufstiegscodes mit dem blauen holen. Der rote kann derzeit gar nichts tun, also weiß ich nicht, was wir mit dem machen müssen. Der grüne ist auf dem Weg zu Goal, ja. Und sonst haben wir alles bisher geschafft. Hammer nice. Fast ohne Leerlauf bisher. Fast. Hätte ich nicht so erwartet. Ich dachte, es wird alles viel schwieriger, aber na gut. Das ist jetzt erstmal nicht unser Problem. Falls euch dieses Video gefallen hat, was ich doch schwer hoffe, gibt mir noch einen Daumen nach oben. Falls ihr kein weiteres Video verpassen wollt oder uns unterstützen möchtet oder sogar beides, dann abonniert doch diesen Kanal und liked uns auf Facebook. Ja, ihr könnt uns auch gerne auf Facebook followen, wie man so schön sagt, unsere Website besuchen, die nicht fertig ist und eigentlich völlig bescheuert aussieht, weil da irgendwie alles nur provisorisch schreibt von mir reingeklatscht wurde. Ja, wäre sehr nice. Denn nur so können wir uns auch weiterentwickeln, wenn wir genug Unterstützung bekommen. Klingt logisch nicht. Ja, kostet ja alles Geld und so. Ja. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Tschulululululu.